Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Brüder, liebe Schwester, hier sind wir wieder mit Hoffnungs-Botschaft. In Offenbarung Kapitel 16, Vers 15, da sagt der Herr uns, dass wir Seele reit sind. Immer reit sind. Das meint jeden Tag, jede Nacht. Von da kann der Tag sein, wo Jesus kommt und angeriebt hat. Wir brauchen nicht warten, sei das noch lang. Der wird noch lang nicht kommen, weil da wird noch erst viel passieren, dann ist wird der Herr kommen. Er ist der Herr, er ist der Chef, der Boss. Er ehnt die Welt und alles. Und er wird kommen, wann er will. Und er sagt, das wird seine Süße ein Dave. Und der Dave malt sich meistens nicht an. Der kommt, wann wir schlopen, wann wir nicht abpassen. Dann kommt der Dave. So, was will Jesus damit sagen? Nicht, dass er ein Dave ist. Er sagt, das wird so sein, dass wir hastig werden, auf einmal da sein. Wir haben immer wieder gekämpft und uns all daran gewandt, dass wir gestern nicht gekommen sind, und gestern ist er nicht gekommen. Und auf einmal ist es so weit. Und dann sagt der Herr, schlechtlich sind die Menschen, die dann reit sind. In Offenbarung 16, 15. Leidlich sind die Menschen, die dann reit sind, die ihre Kleidie reit haben. Wenn wir unsere Kleidie gewaschen haben im Blut von Jesus Christus. Wenn wir sind nicht Jesus gekommen mit all dem Riesen, was uns im Leben und in uns und an uns gewesen ist, und sei Jesus, wasch mich rein mit dem Blut. Wasch meine Kleidie rein. Ich will reit sein. Von dort will ich reit sein. Und jeden Tag so leben, und daran beten, in diese Erwartung habe. Herr, du kannst von da kommen. Ich zieh rein. Herr Jesus, schenk mir das Gewissen, das Hort, jeden Tag rein zu sein, wenn du kommst. Mag mich rein, mag uns allem rein. Herr, dass wir uns nicht so festholen und festbieten und so viel Sachen in diesem Leben. Halb uns immer jeden Tag, dass du auf die Fendung kommst, in Reite sein. Und das beten wir in die Nummer, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu grötschrieben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.